Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir sind hier am Haus der Jugend in Dortmund. Und zwar sehen wir hier, findet das Dortmunder Open 2019 statt. Das ist ein Theater. Ja, hier oben ist mal Haus der Jugend. Ja, ist jetzt nicht alles zu erkennen, aber wir sehen schon, wir sind noch vor dem Turnier. Alle warten ganz geduldig. A und B oben wird ja hier gespielt. Und wir sehen auch da vorne an der Tür, da ist die Anmeldung. Die ist draußen an der frischen Luft. Das ist auch sehr ungewöhnlich und selten. Aber interessant, mal lustig. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, was wir da so vorfinden. So, wir sind jetzt hier drin. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind halbwegs okay. Hier links geht es zur Tür. Da ist noch eine Cafeteria. Da habe ich mich auch gerade mit dem Brötchen schon mal gestärkt. Da oben sehen wir das Kaffeeschild. Und ja, hier ist hier im Grunde nur der Eingangsbereich. Nicht so viel los. Ja, an zwei Seiten der Eingänge. Und da hinten geht es dann zu den Spielräumen. Da gucken wir uns jetzt mal um. So, hier ist der Spielraum. Das sieht aber so aus, als wenn hier nur eins der Open stattfindet. Ja, ich glaube nicht, dass hier A und B Open gleichzeitig stattfinden können. Aber sieht doch ganz gut aus. Jeder hat genug Platz. Lichtverhältnisse sind in Ordnung. Das kann was werden. So, schauen wir mal, ob wir den anderen Raum auch noch finden. So, hier haben wir noch einen ganz kleinen Eingang. Aber dann haben wir hier quasi den Rest vom A oben. Ja, gibt hier A oben, B oben, C oben, ja, und alles im eigenen Raum oder noch gesplittet. Das ist etwas schade, aber schade ein bisschen, ne? Ja, leider, ne? Genau. Dass man auch die Räume sind aber so klein hier. Man kann jetzt gar nicht viel anders machen, ne? Ja, man hat so wenig Kontakt auch untereinander. Ich habe Vereinskollegen, vor allem Kinder, die spielen in der C-Gruppe. Da war ich noch gar nicht, das gucke ich mir jetzt als nächstes an. Ja, hätte ich gerne ein bisschen auch mal geträumt und mit ihren Partien angeschaut, aber das geht halt nicht. Ja, schade. So, dann haben wir den Eingang für das B oben gefunden. So, hier ist noch relativ dunkel, ne? Aber immerhin groß genug, dass hier auch genug Leute reinkommen. Ja, ihr habt es eben schon selber gehört, ne? Die Splittung ist etwas unglücklich, aber man kann es halt nicht anders machen. So ist das. Gut, dann mache ich noch ein paar Eindrücke gleich von der Eröffnungsrede und dann geht es ja auch schon los. Dann ging auch schon die erste Runde los. Ich hatte die weißen Steine gegen Julian Gula, knappe 2000, also so in dem Dreh. Man musste ja schon DWZ 1850 oder sowas haben oder ELO 1900, um hier mitspielen zu dürfen in der A-Gruppe. Und ja, das war dann so der untere, mittlere Bereich in der ersten Runde. Das kennt man ja, dass man darunter gelost wird. Nichtsdestotrotz, die Jungs können eben alle Schach spielen, ja, auch die mit 1900. Und das zeigte sich auch in dieser Partie, in der ich mit meiner englischen Eröffnung wieder gespielt habe. Und jetzt der Zug A7, A6, der ist natürlich für mich jetzt erstmal komplett Neuland. Der, ja, was auch immer er möchte, ja, dieses Feld kontrollieren oder mal B5 spielen oder in anderen Varianten überleiten. Und ja, jetzt kann ich noch überlegen. Ich will ja den Springer hier zum Beispiel nie so richtig nach C3 spielen, wenn er dann durch D5 oder B5 oder wie auch immer noch angegriffen werden kann von einem Bauern. Und deswegen habe ich hier Springer F3 gespielt, was die Rochade vorbereitet, aber eben auch diesen Läufer jetzt hier natürlich ein bisschen blockiert. Aber so schlimm ist es auch nicht. Aber die Gelegenheit hat Schwarz jetzt genutzt, um B7, B5 zu spielen und diesen Bauern hier anzugreifen. Und ich möchte natürlich jetzt hier einen schönen Zentralbauer nicht gegen einen Randbauer tauschen und ihm dann sogar womöglich noch die A-Linie öffnen. Deswegen habe ich hier B2, B3 gespielt. Ganz sicher war ich nicht, aber nach Läufer B7 bin ich wieder in einer Theorievariante. Da war ich mir halbwegs sicher. Normalerweise erreicht man diese Stellung mit Springer A3 jetzt hier durch eine etwas andere Reihenfolge. Normalerweise. Nämlich, wenn ich hier im ersten Springer F3 spiele.
Springer F6, G3 und dann B5. Das gibt's soweit alles. Jetzt kommt Springer A3, um den B5 anzugreifen und auf A6 C4. Und ja, so in etwa geht's dann mit diesen Entwicklungszügen dann so ähnlich wie in der Partie weiter. Von daher wusste ich, dass ich jetzt hier noch mit Springer A3 spielen muss und nach B4 Springer C2. Ja, jetzt stehe ich halt bereit, um im Zentrum mich zu entwickeln. Aber so richtig Konkretes in dem Sinne wusste ich jetzt hier aber auch nicht mehr. Also musste ich wieder improvisieren. Nach C5 erstmal entwickeln, voraus. So, und D2, D4. Das sieht alles nach einem vernünftigen Plan auf, ein bisschen Raum im Zentrum zu gewinnen. Jetzt hat der Gegner etwas überraschend nicht auf D4 geschlagen, sondern D7, D6 gespielt, weil er einfach ja hier diesen Bauern halten wollte und damit auch dieses Feld hier letzten Endes, dieses Feld D4, ja nicht den Bauern, sondern das Feld, ein bisschen kontrollieren wollte. Das ist auch nachvollziehbar zwar, aber ja, eher ungewöhnlich, aber überhaupt kein Fehler, ja, keine Frage. So, und jetzt habe ich ein bisschen überlegt und habe mir gedacht, okay, ich spiele mal den Zug D4, D5. Das ist so eine Anlehnung an dieses damenindische Bauernopfer D4, D5. Dass man, ich verlinke das mal hier oben, hoffe ich zumindest, dass ich das kann. Ja, man opfert einen Bauern und hofft dafür, diesen Bauern hier von diesem Feld F5 ablenken zu können. Und dann die Festung gegen den D5 respektive den B7 dazu nutzen zu können, den Springer hier zu aktivieren. Das ist der Grundplan. Hier hat Schwarz jetzt den guten Zug Springer E4 gespielt, was zum einen hier die Diagonale unterbricht und zum anderen natürlich hier auch auf H4 mal was drohen könnte. Und ich habe jetzt hier auf D5 genommen, was dem Springer E4 die Deckung erstmal entzieht. Und ja, wenn er jetzt hier auf H4 nimmt, nehme ich auf E4. Von daher verliere ich keine Figur. Und er dachte sich, okay, dann stelle ich den Springer nach C3, denn wir sehen ja hier, dass dieser Läufer hier durchaus eine gewisse Druckstellung schon hat, ja. Gerade in Verbindung mit dem Springer F5 vielleicht hier, dass da mal was gegen könnte. Und er hat jetzt diesen Springer da hingezogen, den ich ja mehr oder weniger schlagen muss. Und jetzt haben wir die Situation, dass ich meinen Springer nach F5 bekommen habe, aber zum, ja, zu welchem Preis, ja. Er hat hier eben diesen Läufer auf F6 noch, den er jetzt natürlich nach F6, auf E7, ne, den er jetzt nach F6 spielt. Er hat hier einen Bauern auf C3, da weiß man auch nicht, ob der stark oder schwach ist. Und, aber hier, mein Springer C2, da dachte ich, der steht super, obwohl es natürlich jetzt erstmal ganz merkwürdig aussieht, passiv, aber er blockiert diesen Bauern. Ja, und damit, ja, auch die Drohungen hier Richtung A1 sind dann erstmal weg. Ups, schließen ist nicht. Und das Feld D4 habe ich hier auch unter Kontrolle mit dem Springer. Von daher, so passiv der da stehen mag, hat er auch defensive Funktionen. Und mein grundsätzlicher Plan ist jetzt hier, analog zu dieser Damen-Indisch-Variante, jetzt hier irgendwie alles nach vorne, ja, Dame raus und Türme dahinter irgendwie und gib ihm. Ja. So, und er hat jetzt hier vor allem das kleine Problem, ich mache mal den nächsten Zug, E2, E4, er hat jetzt hier das kleine Problem des Springers B8, denn der kann jetzt nicht nach D7 sich entwickeln, weil der D6 hängen würde. Ja. Und er muss also jetzt hier irgendwie improvisieren, um den Springer rauszukriegen. Und ja, damit alle Figuren eben mitspielen. Und die eine Option wäre natürlich auch gewesen, meinen Springer mal zu vertreiben. Aber das wollte mein Gegner nicht, weil er wollte seinen Königsflügel und die schwarzen Felder hier nicht schwächen. Aber ich habe ja keinen schwarzfeldigen Läufer mehr, von daher wäre das vielleicht noch gegangen. Er hat es dann jetzt mit A6, A5 probiert, um eben dieses Feld frei zu machen für den Springer. Und gegebenenfalls natürlich auch den Hebel A5, A4 zu haben, um gegebenenfalls mir eine Schwäche anzudrehen, ja, und so weiter. Und ich muss mich jetzt also irgendwie ranhalten, weil ich möchte ja auch irgendwie zu irgendwas kommen. Ja. Ich muss ihn ja auch beschäftigen, damit er nicht alle seine Ziele jetzt problemlos erreicht. Ja, und habe jetzt F4 gespielt, Springer A6. Und jetzt möchte dieser Springer nach
B4 und damit gegebenenfalls meinen schönen Blockadespringer tauschen, ganz zur Not. Und das kann ich nicht zulassen. Deswegen muss ich hier ein Tempo, leider Gottes, so schwer es mir auch fiel, ein Tempo abgeben. Und ja, jetzt war ich so drauf und dran hier vom Plan her, die Dame hier hin und Türme dahinter und E4, E5 so vom Plan her. Das ist jetzt meine Idee. Und jetzt steht der Springer hier zwar auf A6, besser als auf B8, aber immerhin noch so ein bisschen abseits. Und jetzt kam ein sehr interessanter Zug, wie ich finde, nämlich das Bauernopfer C5, C4, um dieses Feld hier für den Springer frei zu machen. Und ich muss diesen Bauern hier auch schlagen. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel vorziehe, oder mit der Idee vorzuziehen, um dieses Feld hier zu kontrollieren, dann ist das Problem, dass er hier einfach nimmt. Denn die taktische Rechtfertigung liegt in diesem Zwischenschach auf B6, wo er seinen Springer zurückbekommt und nach Tausch des Turmes hier dann auf B1. Ja, das sind so spannende Sachen. Das war auch der Gedanke von mir während der Partie. Ich bin so im Nachhinein nicht ganz hundertprozentig sicher, denn was ich jetzt auch nicht gesehen habe, war das nach König H1, Tausch, dass ich nach Dame B4 auch immer wieder noch den neuen Zug Turm B1 habe, was hier diesen Läufer auf B7 natürlich hängen lässt. Wenn die Dame jetzt zieht, kann ich den schlagen. Aber, und das ist das Problem, das kann ich ja nicht alles berechnen, wenn jetzt noch C2 kommt, ja, dass hier selber wieder einer hängt. Und hier hängt noch einer. Und ja, dann wurde es langsam kompliziert und da wollte ich mich gar nicht erst drauf einlassen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, nehme ich den Bauern raus, Bauer ist Bauer. Ich habe hier immerhin mein D5 auch gedeckt dadurch, ja. Und dann muss ich halt diese aktive Figur in Kauf nehmen, in Anführungsstrichen, der hier vielleicht mal irgendwie rumhüppeln könnte. Und gut, so ist das, ja. Jeder versucht seine Figuren so aktiv zu stellen wie irgendwie möglich. Ich habe das mit der Dame hier versucht. Irgendwie dieses Potenzial gegen diesen Bauern hier, dass man hier mit Schachs mal irgendwie in irgendeiner Form was drohen kann. Und ja. Jetzt kam König H8 eben, um diese Festungen aufzuheben. Und ich habe meinen Turm zentralisiert. Jetzt habe ich alle Figuren im Spiel. Gehe damit diesem Tempogewinn hier aus dem Wege. Den hier kann ich nicht verhindern. Ja, dann würde ich aber wahrscheinlich irgendwie einfach Turm E3 spielen. Wieder ein Tempo zurückgewinnen in dem Sinne. Von daher war ich jetzt auch sicher, dass der Springer hier nicht reinkommt. Und vor allem, ich habe jetzt die Idee, da mein D5 gedeckt ist, jetzt den Vorstoß E4, E5. Ja, wenn er jetzt hier nichts macht, als Beispiel so, und ich spiele E5, dann sieht es natürlich super aus. Ja. Hier zwei schöne Bauern, die Türme auf den offenen Linien dahinter. Ja. Der F7 ist natürlich potenziell schwach, der Springer kann nach D6 gegebenenfalls und. Ja. Von daher, abgesehen davon, dass der Läufer auch nicht wirklich weg kann oder aufpassen muss, dass er den G7 hier noch im Auge halten muss und so weiter. Also dieses E5, wenn ich das durchkriege, wäre super. Und da hat er sich jetzt mit Turm E8 gegengestellt. Spätestens hier wäre wahrscheinlich so ein Zug wie G6 zumindest interessant gewesen. Denn die Idee, jetzt muss der Springer ja auch irgendwie wegziehen. Oder aber wohin? Ne? Denn auf H6 steht er zwar so gut, aber ja, ist kein Schach. Und eventuell ist er da ungedeckt. Da weiß man nie so genau, was passiert. Ja? Nach Läufer G7 zum Beispiel. Jetzt droht Schwarz mal mit F7, F5 oder mit Läufer C8 meine Figurenstellung so ein bisschen auszunutzen. Das wäre sicherlich eine viel bessere Verteidigung gewesen. Denn nach Turm E8 gibt es das klitzekleine Problem, dass ich einen taktischen Trick habe. Und den kenne ich im Grunde vom königsindischen Vierbauernangriff. Nämlich, dass ich hier einen Scheinopfer auf D6, damit entferne ich quasi hier diesen D6-Bauer, der ja hier das Feld E5 hemmt, ja, und kann hier mit E4, E5 jetzt durch diese Gabel quasi meine Figur zurückgewinnen, das ist der Plan, und habe gegebenenfalls noch weitere Linien, je nachdem wie Schwarz spielt, gehen hier Linien auf für meine Figuren.
Das Einzige, was ich natürlich berechnen musste, und das Zeitnot, viel hatte ich nicht mehr, vielleicht 5 Minuten oder sowas, ja? Aber ist ja 30 Sekunden Aufschlag pro Zug, von daher alles kein Problem. Dass jetzt Dame B6 kommen kann. Und jetzt droht auf einmal hier ein Abzugsschach durch den Springer. Und jetzt muss ich aufpassen, Gott sei Dank steht der Springer auf keinem Feld, dass er die Dame von da irgendwie durch den Abzug angreifen kann. Und ich schlage hier auf F6 und das ist das Entscheidende, dass ich jetzt hier mit der Dame eine Mattdrohung habe. Ein Tempo gewinnen kann. Das heißt, er muss jetzt hier irgendwie diesen F6 hier entfernen. Er kann sich hier nicht irgendwelche Qualitäten holen. Das geht nicht. Deswegen hat er hier auf E4 Schach gegeben. Ich gehe nach H1 und er schlägt mit dem Springer auf F6 diesen gefährlichen Bauern und greift meine Dame auch noch an. So, und jetzt sehen wir, dass ich im Grunde einen Bauern mehr habe. So ein bisschen Figuren wurden getauscht. Und ja, ich habe neben diesem Mehrbauern natürlich auch noch diesen D5, schönen Freibauern letzten Endes. Und ja, wir waren ja so ein bisschen zeitlos. Ja, doch. Wenn man weniger als 10 Minuten hat für noch 15 Züge, auch wenn man die 30 Sekunden noch pro Zug dabei bekommt, so einen gewissen Druck hat man dann natürlich. Und jetzt kam der Zug da mit C5, der war einfach zu passiv, nicht so wirklich herausfordernd. Wahrscheinlich muss die Dame hier irgendwie nach B3 gehen, was zum einen den C2 noch im Auge hält, den C4 noch im Auge hält, mein Dame D4 verhindert, weil eben der C2 hängen würde. Und ich muss ein bisschen aufpassen, den C4 will ich aber auch nicht einstellen und so weiter. Und auf Dame D3 kann vielleicht auch immer mal Läufer A6 kommen, ja, dass der hier solche Sachen, ne, und in Zeitnot, wir wissen das ja alle, kann ja immer alles passieren. Aber sein Zug Dame C5, was auch den C4 angreift, aber jetzt kann ich mit Dame D4 versuchen, die Dame zu tauschen. Und ja, er deckt seine Dame. Da war ich auch sehr zufrieden, denn ich kann die Dame tauschen, was in Zeitnot immer schon sehr, sehr angenehm ist. Ich kann ein, zwei Figuren tauschen. So, jetzt habe ich einen Bauern mehr. Und kann vor allem mit meinem Springer C2 nach E3 gehen, was den C4 deckt. Im Mittelspiel hätte der Springer auch mal über E3 nach F5 hier auch versuchen können, am Angriff teilzunehmen. Aber das hatte sich ja relativ schnell zerschlagen. Und jetzt muss ich erstmal diesen Bauern decken. Und er kann sich ja jetzt mit Springer und Läufer natürlich noch auf diesen Bauern stürzen. Und ich muss, ja, wenn der C4 fällt und der C-Bauer hier auf dem Brett bliebe, na, muss ich natürlich aufpassen, das geht nicht. Also muss ich mir diesen Bauern holen. Er greift nochmal an. Er hat hier immer das Problem, dass dieses Schlagen hier an Turm C3 mit diesen Festlungen problematisch wird. Und er hat jetzt hier Läufer A6 gespielt. Ich schlage den Bauern und er hat jetzt auf C4 mit dem Läufer geschlagen. Und jetzt ist hier im Grunde also eine der Hauptideen oder Verteidigungsressourcen, die Schwarz jetzt hier hatte, dass wenn Weiß jetzt hier anfängt mit Läufer F1 zum Beispiel zu spielen und diesen Läufer hier noch einmal angreift, ja, nach dem Motto, der Läufer ist ja gefesselt hier gegen den Turm, aber dann sehen wir, dass der Zug Läufer D5 mit Schach ist. Ja. Und das ist natürlich mies, da mein Turm hier auch noch hängt, muss ich tauschen. Und jetzt ist der Springer hier, deckt dieses Feld ab und dann kann Schwarz immerhin wieder mitspielen. Und ob ich hier gewinne, weiß man halt nicht. Deswegen war hier ganz wichtig, dass ich meinen König erstmal auf ein schwarzes Feld stelle, damit hier nicht irgendwo irgendwelche Abzüge mit Schach kommen. So, und jetzt ist der D5 ja auch noch gedeckt hier von Springer und Läufer. Und so, dass die Festlung jetzt hier gegen den Springer, gegen den Läufer C4 ernsthafter Natur wird, wenn ich mit Läufer F1 komme. Und er hatte Turm C8 gespielt, was vernünftig ist, denn der Springer deckt jetzt den Turm und wenn er jetzt den Läufer wegziehen kann, ist alles gut. Und deswegen musste ich hier quasi den einzigsten Zug spielen, Läufer H3. Und der greift wieder den Turm an. Der Turm muss halt auf der C-Linie an diesem C-Läufer bleiben, damit er nicht weg ist.
Und dadurch muss er wieder auf ein Feld, wo er letzten Endes ungedeckt steht. Und dadurch kann ich jetzt wieder den Läufer nach F1 spielen, den Läufer hier angreifen, der kann nicht mehr mit Schach hier irgendwie weg, weil da nichts mehr ist. Und der Turm ist halt ungedeckt. Und jetzt ist einfach eine Figur weg. Und ja, alles kein Problem. Turm E7 kam noch, was nochmal versuchte, den Springer hier im Auge zu haben, aber am Ende schlage ich hier auf C4. Er schlägt und ich kann mit dem Turm auf C4 schlagen, denn hier droht jetzt ein Grundlinienmatt. Und wenn er das jetzt abwehrt, dann kann ich meinen Springer wegziehen oder decken, habe diesen Bauern hier immer noch im Spiel und das wird früher oder später ein Sieger. Er hat dann hier das prosaische Ende genommen, dass er sich hat matt setzen lassen, damit die Partie auch schön schnell zu Ende ist und er Kräfte sparen kann. Ja, das war die erste Runde. Eine hochinteressante Idee, Partie mit diesen Ideen, dieses D4, D5 hier zu spielen. Ja, so einen gewissen Risikofaktor ist natürlich dabei. Aber alle meine Figuren schwärmten aus und drohten irgendwie am Königsflügel mitzuspielen. Und von daher, glaube ich, ist der Plan zumindest ganz in Ordnung. Und für die erste Runde war ich auch nicht unzufrieden. Gut, es ist ein neunrundiges Turnier, von daher folgen noch ganz viele spannende Partien und wir sehen uns. Ja, und zum Schluss nochmal die Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und teilt das Video in euren sozialen Netzwerken mit euren Schachfreunden, damit auch möglichst viele etwas davon haben. Ich danke euch.